Hallo Sibylle, tritt ein. Hast du Luna mitgebracht? Ja, schön, wunderbar. Man sieht, wie sie in die Jahre gekommen ist. Ne? Ach ja. Sieht man schon am Gang, ne? Ja. Ja, grüß dich. Schön, dass du heute Zeit hattest für das Interview. Grüß dich. Hallo, grüß dich. Ja, 12 Jahre, lange Zeit, ne? Ja, Luna ist jetzt schon 12,5. Okay. Und gehört schon zu den geriatrischen Hunden sozusagen. Okay. Legt sich gleich hin, ne? Ja, ist auch ein bisschen altersbedingt, ne? Man einfach sollte mal ein bisschen eine Ruhe haben. Aber ja, ich würde sagen, wir gehen zu dem Interview einfach rein, weil heute ist es doch ein bisschen schon frisch. Frisch, ne? Ja? Okay, okay, alles klar. Also dann. So, hallo Sibylle. Nachdem wir uns aus dem Kühlen etwas dann doch hier reinbegeben haben, möchte ich dich ganz kurz ein bisschen vorstellen für unsere Teilnehmer. Und freue mich natürlich, dass du heute da bist, dass du dir die Zeit dazu genommen hast, gerne, uns ein paar Sachen über einen älteren Hund zu erklären. Wir hatten ja auch schon das Thema mit älteren Hund persönlich. Und du hast ja schon mal, auch in der Branche gearbeitet, ja, als ja. Hundetrainerin. Mhm. Du hast ja im Großen und Ganzen dieselbe Ausbildung, wie genau. Dagmar und ich es auch genau habe. Du hast es natürlich in einer Person, wir haben es getrennt. Mhm. Und wir haben uns ja vor 12 Jahren, wie wir es vorhin schon erwähnt haben, das erste Mal kennengelernt. Genau, ja. Da waren wir noch im Hundeverein tätig, noch aus unserer Sicht sehr, sehr unwissend. Mhm. Und da war die Luna gerade Welpe, weißt du noch? Ja, da war sie noch Welpe. Ja. Und da war es halt einfach so, das war an das Thema, was sie hatte, eigentlich gar nicht richtig rangekommen sind. Und ihr oder du oder ihr euch dann ja andersweitig umgeschaut habt. Und wir uns nach einer Zeit XY irgendwann wieder getroffen haben, ne? Hier bei uns zu einer Therapie. Genau. Gut. Wie bist du überhaupt damals zur Hundeerziehung gekommen? Das war so, dass wir eigentlich vorher eine Katze hatten und die Katze, die war verstorben. Und mein lieber Mann hat leider eine Katzenallergie und er wollte sich einen Hund anschaffen. Und da habe ich gesagt, bloß kein Hund. Mit Hunden kann ich nicht so viel anfangen. Habe mich aber dennoch dann sehr damit beschäftigt und angefangen, Hunde zu beobachten. Mhm. Und je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto interessanter wurde das Thema. Und dann war ich ganz wild entschlossen, auch einen Hund zu holen unter bestimmten Voraussetzungen, nämlich dass wir genug Zeit für den Hund haben und dass er immer und überall dabei sein kann. Gut. Das praktiziert ihr ja sehr schön. Wir kennen euch jetzt schon seit einem längeren Jahr. Und da war es eben auch her zu sehen, du hattest ja mal einen gesundheitlichen Einbruch dann, nachdem du die Ausbildung gemacht hattest. Mhm. Und ich glaube, da war es einfach genial, dass dein Mann auch dafür da war, dass dass die Führung des Hundes sozusagen weiterhin gewährt war. Mhm. Und natürlich auch die Fürsorge. Mhm. Du hast dich ja dann beruflich umorientiert. Mhm. Als Ergotherapeutin und speziell dich spezialisiert auf Schmerztherapie. Mhm. Und da ist es ja eben auch sehr schön zu sehen, dass dein Hund ja, wenn das für die Leute angenehm ist, auch mit in den Therapieraum mit rein können. Mhm. Und ich finde es auch so, wenn wir zu Kundschaften gehen, immer sehr toll, wenn die Hunde immer mit anwesend sind. Ja, dann ist eine ganz andere Spannung oder es wird leichter in den Büros, wenn man dann dort arbeitet mit den Hunden. Ja, weil die Kunden auch dann mal lächeln oder selber genau, Hunde toll ja, finden. Ne? Genau. Und dann hat man sie auch schon. Und da hast du natürlich jetzt ein bisschen einen Vorteil durch den älteren Hund, der natürlich noch ruhebedürftiger ist. Also ist sogar sehr ruhebedürftig, würde sagen, der schläft sogar 80% des Tages. Mhm. Und möchte auch mehr seine Ruhe haben wie ein alter Mensch. Nichts anderes, ne? Genau. Mhm. Und gibt es ja auch so gesundheitliche Einschränkungen. Man hat es ja vor uns gesehen, schon beim Laufen, dass man sich da ein bisschen drauf einstellt, dass er da Gelenkprobleme hat. Ja. Und ich denke, da kannst du durch deinen Beruf, den du jetzt mittlerweile hast, auch gewisse Dinge am Hund besser noch verstehen jetzt mittlerweile. Definitiv. Also unser Hund hat, wie es alte Menschen auch oft haben, Arthrose an den Gelenken. Das wird auch eher mehr statt weniger und bei Arthrose ist es oft natürlich gut, wie bei den Menschen auch, wenn man Wärme anwendet. Also ist am Liegeplatz des Hundes, ist das bei uns gut möglich. Da gibt es nämlich eine kleine Heizung, die machen wir jetzt dann an, wenn es so warm ist. Oder es kommt auch mal eine Decke über die Beine.
Zugegebenermaßen kann man es auch mal mit manueller Therapie probieren, wenn man es denn gelernt hat. Das ist auch von Vorteil, aber sie braucht einfach viel Ruhe. Und wie bei den Menschen auch, gibt es bei der Arthrose gute und schlechte Tage. Und auch die eine oder andere geriatrische, da liegt sie gerade, drum schaue ich darüber, geriatrische Erkrankung kommt dazu. Das eine Auge ist schon ganz trüb geworden, ne? Dann gibt es Probleme mit der Bauchspeicheldrüse und es wird nicht leichter, aber der Hund ist trotzdem toll, wenn er alt ist, weil es bleibt einfach der gleiche Hund und man kriegt die ganze Entwicklung mit, wie bei einem alten Menschen auch. Den schiebt man ja auch nicht einfach zur Seite, sondern man muss sich einfach anders um den Hund kümmern, was aber auch absolut in Ordnung ist, denn der Hund soll trotzdem ein schönes Leben haben, auch im Alter. Ja, nee, also es ist ja, merkt ihr auch immer, wie ihr das sehr fantastisch macht, ne? Dass ihr nehmt den mit in den Urlaub. Jetzt habt ihr euch ja mittlerweile, weil ihr auch viel mit dem Fahrrad unterwegs seid, einen Fahrradanhänger zugelegt. Und das ist natürlich unheimlich toll dann, ne? Ja, man darf das auch nicht vergessen, auch wenn man sich einen Fahrradanhänger zulegt. Man muss es trotzdem üben mit dem Hund, ne? Man kann den Hund nicht einfach reinstopfen und den dann zumachen. Die sehen so ähnlich aus wie diese Kinderanhänger. Man muss das üben, muss dem das so beibringen, dass es für den Hund positiv verknüpft ist. Aber wenn man das gemacht hat, dann geht das super. Ne? Und das macht sie auch wirklich gerne. Die liegt da ganz entspannt drin, schläft zum Teil während des Fahrradfahrens und wir können sie einfach überall mitnehmen. Man muss natürlich die Tage ein bisschen anders planen. Wir haben, als wir uns den Hund angeschafft haben, uns überlegt, dass wir die immer mit in den Urlaub nehmen möchten und das hat bisher auch immer so geklappt. Im Alter muss man mehr Pausen einflechten. Dann ist es vielleicht so, dass man nach 20 Minuten gehen einfach mal eine kleine Pause machen kann, der Hund mal eine Viertelstunde schläft und dann geht man ein Stück weiter. Und das muss man einfach ein bisschen umplanen, aber damit kann man sich sehr gut arrangieren. Sehr schön. Ja. Gibt es jetzt für dich noch was Spezielles, wo du sagst, das wäre für die Bewegung allgemein beim älteren Hund sehr wichtig, wo unsere Zuhörer vielleicht mehr Obacht geben sollten, vielleicht mit der Geschwindigkeit oder irgendwas, oder? Ja. Erstmal läuft der alte Hund nicht mehr so schnell. Auch ein Mensch mit 85, das vergleichen wir jetzt mit dem Alter unseres Hundes, läuft nicht mehr so schnell. Man sollte nicht ungeduldig werden. Das ist das A und O. Der Hund ist einfach nicht so, wie er immer war. Man muss ihm die Zeit lassen, weil er kann nicht anders. Ne? Das ist wie beim alten Menschen auch. Funktioniert nicht anders. Also die Ungeduld ist das Wichtige. Und wenn ein Hund Arthrose hat, wie jetzt unser Hund, ist es trotzdem wichtig, dass der Hund sich bewegt, denn nur durch Bewegung wird der Stoffwechsel angeregt und die Gelenke können sich mit der sogenannten Gelenkschmiere auffüllen, sodass die Knochen nicht so arg aufeinander schauen. Und ohne Bewegung wird das immer schlimmer. Deshalb bitte, bitte Leute, geht raus mit dem Arthrosehund, das ist ganz wichtig. Ja, also wir können es auch nur aus eigener Erfahrung sagen. Du kennst ja auch unseren Hund, die Cora. War das auch so? Wir haben also alles immer schön Stück für Stück, schön langsam, auch Dehnungsübungen sehr oft mit ihr gemacht. Ja. Und ja, wer da Interesse daran hat, darf sich gerne mal bei uns melden. Können wir gerne Infos geben Vielleicht, oder. Entschuldigung, Jens, wenn ich nochmal unterbreche, vielleicht noch ein Tipp, den Hund mit Arthrose auch nicht mehr springen lassen. Das. Autorampen, sowas, Genau. manch einer mag das belächeln, aber für den Hund ist es absolut wichtig. Ein großes Thema ist ja oftmals noch für die Leute dann, wenn so gewisse Unsauberkeiten oder ich sage immer so leicht Undichtheiten entstehen beim Hund. Also wir haben es damals bei unserem einfach mit Hundewindel gelöst, die es wirklich ja gibt. Die Und gibt's ja. auch das wieder ein Thema, wo man dem Hund dann zeigen darf, erst einmal, dass er da nicht dran rumknabbert und so weiter. Und wie ist das jetzt bei euch mit der Luna? Ja, das ist so, dass kastrierte Hündinnen, so ist es bei unserem Hund, das war damals notwendig mit der Kastration, dass es im Alter auftreten kann, dass sie inkontinent werden. Und man sollte das vom Tierarzt durchaus untersuchen lassen. Ist es wirklich Inkontinenz oder was ist es? Und die Hunde wollen gar nicht unsauber sein. Manche laufen Ja, dann sogar richtig. vor sich selber davon. Manche können auch sogar einen psychischen Schaden davon tragen. Und denen ist daran gelegen, dass alles sauber ist. Man kann einerseits das medikamentös behandeln, man kann das aber auch mit Windeln behandeln. Und die Hunde verlieren nicht absichtlich ihren Harn, sondern das meiste verlieren sie tatsächlich dann, wenn sie schlafen, unbemerkt. Ne? Ja, das war bei uns Aber auch so. damit kann man umgehen. Man muss es einmal wissen, wie das geht. Da steht der Tierarzt
natürlich mit Rat und Tat zur Seite oder auch Menschen wie ihr beide. Ihr macht das wunderbar. Ich finde, ihr macht da immer eine ganz tolle Aufklärung mit den Leuten. Dankeschön. Ja, ja, und man kann euch auch alles fragen. Und sollte mal was unklar sein, kann man sich auch immer noch, oder könnt ihr euch natürlich auch erkundigen, was ihr auch tut. Und das finde ich grundsätzlich eine super Einstellung. Also das macht er schon ganz toll. Ja, dadurch, dass wir ein breites Netzwerk mittlerweile aufgebaut haben, ist das eben auch für uns einfacher, wo man einfach mal Informationen einholen kann. Man muss nicht alles wissen, man muss nur wissen, wo man nachschlagen muss oder nachfragen darf bei der ganzen Sache. Ja, ja, ansonsten ja, haben wir das Thema auch nochmal ganz, was auch im Alter immer wieder so, nicht nur im Alter, auch in jungen Jahren ja oft beim Hund für viele ein Thema ist, die Ernährung. Da ändert sich ja im Alter bedingt auch immer einiges. Ja, da hat man auch so Höhen und Tiefen. Mhm. Ja. Und ja. Da habt ihr jetzt das ja auch gerade durch, dass eben die Rohfütterung nicht mehr ganz so funktioniert momentan. Ja, zum einen kann ich dazu sagen, wir haben immer roh gefüttert, was unserem Hund sehr, sehr gut bekommen ist. Glänzendes Fell, das Leben lang hat sie keine Krankheiten gehabt. Das geht erst wirklich jetzt ein bisschen los im Alter, wie bei Menschen auch. Und sind damit sehr gut gefahren. Jetzt ist es so, dadurch, dass die Bauchspeicheldrüse Probleme machen kann, was im Alter vorkommt, muss man schon mal leichteres Fleisch nehmen, wenig Fett, vielleicht auch mal abkochen, ne? Oder man gibt was zur Vorverdauung dazu, damit das gut verträglich ist und der Hund darunter nicht leiden muss. Aber man kann trotzdem bei dem Fleisch bleiben, denn wenn man Fertigfutter kauft und man muss sich nur mal die Packung anschauen, da ist viel Getreideanteil oder sowas drin, dann macht es den Hund zusätzlich noch hibbelig. Ne, dann wird das Fell vielleicht schlecht und Getreide kann der Hundemagen überhaupt nicht so gut verarbeiten. Das geht, wie es reingeht, kommt es auch wieder raus. Das kennen Sie doch alle, ne? wenn Sie so große fluffige Hundehaufen finden, das sind die Hunde, die ganz viel Getreide bekommen. Ne? Und von daher sollte man da schon bei dem Futter bleiben, aber ein bisschen mehr angepasst. Genau. Also auch da gibt es eben die Möglichkeiten, dass man einfach sich mal hinsetzt mit uns und einfach das mal durchspricht, was es für Kleinigkeiten. Oftmals sind es ja nur die Kleinigkeiten, die man verändern darf. Und die Menge muss man natürlich auch anpassen, weil der Hund sich ein bisschen weniger bewegt oder mehr Pausen braucht. Ne? Genau. Also auch da bei der Ernährung ist immer so der Punkt, das, was ich über den Daumen peile, das muss jetzt nicht auf den Punkt genau abgewogen sein. Einfach, dass ich sehe, okay, das passt zu meinem Hund oder passt nicht. Okay, Sibylle, dann bedanke ich mich, dass du dir heute die Zeit genommen hast und dann wünsche ich dir noch eine schöne Adventszeit. Danke gleichfalls. Ja, danke dir. Tschüss. Tschüss.